Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sabrina und heute schminken wir gemeinsam diesen wunderschönen Look. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gezaubert habe, dann bleibt doch einfach dran und schaut zu. So ihr Lieben, wir fangen an mit dem Augen-Make-up. Den Rest habe ich heute schon vorgeschminkt, bis auf Highlight habe ich schon alles vorgeschminkt heute. Heute geht es ja ausschließlich um die Augen und zwar geht es um diese drei Kandidaten. Ich hatte euch in meiner Story von Instagram eine Umfrage geschaltet, ob ihr ein blaues Make-up oder lieber ein lilanes Make-up sehen wollt. Und ihr habt für lila gestimmt, deswegen schminken wir heute einen lilanen Look. Ich habe einmal UVB von Urban Decay, als nächstes Asphyxia und Pallor habe ich von Urban Decay. Die drei Farben werde ich auf jeden Fall benutzen. Was ich noch zusätzlich mir rausgenommen habe, weil das drei Schimmerfarben sind, habe ich mir noch von NYX die Ultimate Palette rausgesucht. Hier sind ja auch so lila Töne und Pinktöne mit drin und dadurch, dass die halt matt sind, sind die ganz gut für die Übergänge und zum Verblenden. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, heute habe ich ja schon alles drauf und deswegen bake ich erstmal so ein bisschen minimal. Da nehme ich von Revival de Loop das Banana Powder, was ihr in meinem Rossmann Haul vielleicht auch schon gesehen habt, den ich abgedreht habe. Falls nicht, schaut vorbei. Ich verlose dort was. Und jetzt nehme ich mir hier so ein Dreiecks, ja, wie nennt man das? Ja, diese Schwämme. Die finde ich immer zum Baken ganz gut eigentlich. Wenn die mal nicht ganz so viel Produkt aufnehmen, aber die haben halt so eine schöne Kante. Und dann bake ich ein bisschen. So, jetzt habe ich gebaked. Mein Primer ist auch schon drauf und ich habe ihn schon leicht gesettet. Aber zum Setten nehme ich nochmal von Kiko diesen Nude-farbenen, die 130. Und gebe den mit BH Cosmetics 128er Pinsel einfach nochmal grob drauf. Ihr könnt natürlich auch das Puder zum Beispiel nochmal nehmen, aber ich nehme den ganz gerne, weil ich den leer machen möchte. Ist jetzt nicht so mein Favorit, aber ja, zum Setten der Base ist der ganz okay. Fangen wir jetzt an mit dem Auge und zwar, ich nehme so einen fluffigen Blendepinsel, das ist die 101 von BH Cosmetics, gehe in die NYX Ultimate Palette und in den hellen lila fliederfarbenen Farbton. War das richtig? Lilafarbenen Farbton? Und verblende das in meine Lidfalte und ein bisschen drüber hinaus. So, um den Übergang zwischen Keimlidschatten und Lidschatten noch ein bisschen auszublenden, nehme ich wieder diesen, welcher ist das nochmal? 128er von BH Cosmetics und blende so ganz vorsichtig ein bisschen aus. So, als nächsten Farbton nehme ich Asphyxia von Urban Decay. Nehme mir von Zoeva aus meinem Set den Pinsel Nummer 228. Das ist so ein schmalerer Blendepinsel. Nehme Asphyxia und trage den auch nochmal in die Lidfalte auf. Also Asphyxia ist jetzt nicht so krass ausdrucksstark. Also das ist halt so ein Lila quasi wie den, den wir gerade genommen haben. Halt nur mit Schimmerpartikeln. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Also der ist halt sehr zart und fliederfarben. Der ist jetzt nicht so stark. So, Asphyxia ist drauf. Weiter geht's. Weiter geht's mit dem Pinsel 223, ebenfalls von Zoeva. Und der Farbe UVB von Urban Decay. Und das gebe ich mir jetzt hier ins äußere V. Und ein bisschen in die Lidfalte. Das ist so ein richtiger Sommerlook, weil er halt nicht so krass dunkel ist. Die Farben sind sehr zart auf den Augen. Sehr angenehm. Und ihr seht Fallout ohne Ende. Deswegen, Gott sei Dank, habe ich gebaked. Sonst versaut ihr euch da das komplette Make-up. Und das wollen wir ja nicht. So, zum Verblenden nehme ich jetzt nochmal den 228er von Zoeva und lass einfach, nehme nicht noch extra Farbe und verblende die Lidfalte jetzt nochmal so ein bisschen, dass die Farben sich miteinander verbinden und keine harten Kanten ergibt.
So sieht das jetzt aus. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht den UVB-Ton doch aufs komplette Lid gebe. Ich gebe UVB doch aufs komplette Lid. Ich habe mich jetzt gerade umentschieden, was anderes zu schminken. Das ist so, man weiß welche Farben, aber der Rest ist planlos. Halb so wild gebe ich jetzt hier einfach komplett drauf. Oh, das sieht so schön aus. Hätte ich mir meine Nägel auch mal dazu passend lackieren können, aber ja. Das nächste Mal. So, jetzt habe ich UVB mir komplett aufs Lid gegeben. Gehe jetzt nochmal in den, ich kann mir das nicht merken, 228er und in Asphyxia und nehme nochmal so ein bisschen Farbe auf und blende das nochmal ein bisschen aus. Und nehme auch nochmal den 101er von BH Cosmetics und gehe nochmal in den Fliederton und blende das auch nochmal ein bisschen. Soweit, so gut. Als nächstes nehme ich mir den Pinsel Nummer 9 von BH Cosmetics und mein MAC Fixing Spray. Und von Urban Decay die Farbe Palor. Die gebe ich mir jetzt auf meinen Pinsel. Sprühe mir den an. Und trage den in die Mitte auf und hoffe, dass das funktioniert. So, Palor ist drauf. In die Mitte, also so Halo-Eye-mäßig. Jetzt nehme ich mir nochmal von Zoeva die 223 und gehe nochmal in UVB rein. Trage mir das nochmal auf und verblende die Farben so ein bisschen und intensiviere das Lila. Nochmal so einen Hauch, damit man ein bisschen besser erkennt, dass es lila ist. Und falls euch das nicht reicht, zeige ich euch gleich, wie das im Nassen aussieht. Bisschen intensiver könnte es ja sein. Deswegen machen wir den Pinsel gleich mal nass und schauen uns das Ergebnis an. Also UVB auf dem Pinsel, Fixing Spray. Ihr könnt auch Fix Plus nehmen, das was ihr da habt oder auch ein anderes. Und sprühen das ein bisschen an und dann könnt ihr sehen, ist das deutlich, deutlich lilaner als vorher. So, jetzt seht ihr, nass und trocken. Ich finde, da ist ein deutlicher Unterschied. Aber jetzt habt ihr natürlich hier so eine blöden Kanten. Und jetzt nehme ich mir wieder den 228er von Zoeva und blende das nochmal so ein bisschen aus, dass das nicht ganz so eine harte Kante ergibt. Passt nur auf euer Halo Eye auf, dass da die Farbe nicht so verschmiert. So sieht das dann aus. Schon mal viel besser als vorher. Also das Lila ist deutlich ausdrucksstärker. Ich würde sagen, ich mache das eben und dann machen wir weiter. So, das ist erledigt. Jetzt nehme ich mir einen großen Pinsel. Das ist Pinsel Nummer 90 von Zoeva und fege mir mein Puder und mein Fallout weg. Was habe ich denn hier? Ich habe nicht gekratzt. Wirklich nicht. So, jetzt machen wir weiter mit einem Lidstrich. Ich habe mir hier zwei so eine Eyeliner zur Seite gelegt. Nein, das ist der falsche. Der ist der richtige. Und zwar habe ich mir einmal von Metal Art, also von Essence Metal Art in Lila. Der ist für Lippe und Auge. Ich würde den für die Lippen nie benutzen. Und dann habe ich hier noch einen von Essence. Und zwar heißt der Crystal Crush Eyeliner. Und der ist so lila, blau, grün, changierend. Und der ist halt nur lila. Ich glaube, ich tendiere heute zu diesem. Ja, und den trage ich wie gewohnt am unteren, oberen Wimpernkranz, an den Wimpern entlang. Das ist übrigens die Farbe 02 Breaking Dark. So heißt der Eyeliner. Ohne Wing, ohne alles, wie ich glaube in jedem Video sage. Ich bin kein Wing-Typ und deswegen ohne Wing. Trage ich mir den so auf.
So, Eyeliner sitzt auf der einen Seite, andere Seite jetzt auch noch. So, Eyeliner sitzt, jetzt kommt die schwarze Wasserlinie, aber ich muss meinen Stift erstmal anspitzen. Super vorbereitet heute. Unfassbar. Und zwar ist das der, wartet, gucken, ob man das noch lesen kann, von Too Faced, der Perfect Black, Perfect Ice Waterproof Eyeliner. Der hat hinten auch noch so ein Schwämmchen zum Verblenden. Das Schöne an dem ist, der ist butterig, weich und wirklich waterproof. Der hält also wirklich den ganzen Tag auf eurer Wasserlinie. Das einzige Problem, was ich mit dem habe, der ist halt so weich, der ist ratzifatzi abgetragen. Also ich muss den ständig anspitzen. Und das nervt mich so ein bisschen. So, unten trage ich das auch mit auf. Das verblenden wir jetzt auch gleich. Und zwar nehme ich dafür von Zoeva den 226er, dieser flache, der nennt sich Smudger. Und gehe in die Farbe UVB und trage mir den auf der unteren Wasserlinie auf. Und verblende so ein bisschen den schwarzen Kajal auch. So, anderes Lied natürlich auch. So sieht das jetzt aus. Jetzt nehme ich mir von VH Cosmetics die 132 und gehe in Asphyxia nochmal rein. Ein bisschen. Und verblende das nach unten hin nochmal so ein bisschen unter dem Wimpernkranz. Der nächste Schritt ist Mascara. Da nehme ich wieder von Catrice Glam & Doll. Ich muss sagen, ich hatte sie eine Zeit lang wirklich sehr gerne. Allerdings bin ich im Moment nicht mehr so der Fan von ihr. Ich weiß nicht warum. Ich sollte auch mal meine Wimpern ein bisschen biegen. Oh Mann, Hilfe! Voll durcheinander heute. So, dann biege ich meine oberen Wimpern nochmal, bevor ich das jetzt völlig vergesse. Auf jeden Fall war ich eine Zeit lang sehr begeistert von der Mascara, aber im Moment, weiß ich nicht, flasht sie mich nicht mehr so. Was habt ihr denn für Lieblingsmascaras? Aus der Drogerie am besten, weil ich finde, lohnt sich das Geld für teure Mascara. Also meine Art Deco Mascara, die kostet auch eine Menge. Die finde ich noch schlechter als die, wenn ich das ehrlich sagen darf. Die gefällt mir so gar nicht. Und ich hatte schon einige aus der Drogerie, mit denen ich sehr, sehr, sehr zufrieden war. Und die kosten halt deutlich weniger als irgendwelche High-End-Produkte und können halt auch nicht mehr. Die müsst ihr jetzt nicht bei mir so Wummwimpern machen, das muss sie ja gar nicht, weil ich ja eh die Lashes noch drauf klebe. Aber sie sollten zumindest an Ort und Stelle bleiben, da wo ich sie halt hin mache, bevor ich meine Wimpern aufklebe. Also bei der habe ich jetzt im Moment das Problem, dass ich das Gefühl habe, die Wimpern trennen sich im Laufe des Tages von meinen Lashes, weil die Mascara so absackt. So, Tusche ist drauf, jetzt klebe ich die Wimpern. Da nehme ich, wie gehabt, den Duo-Kleber. Finde noch nichts Besseres, deswegen nehme ich den. Meine Wimpern sind hier, die sind schon benutzt, deswegen sind die schon fertig. So, ich würde sagen, ich klebe mal eben meine Wimpern drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Wimpern kleben. Jetzt kümmern wir uns um den Rest, und zwar Blush, Highlight und Lippen. Für Blush habe ich so einen etwas neutraleren Ton, weil ich finde, der Fokus auf den Augen und der Highlighter später reichen an starken Farben und die Lippen natürlich auch noch. Und zwar habe ich von Manhattan hier so ein ultra altes, also das hat schon Hit the Pan. Und zwar ist das die 39N Elegant Violet. Ich dachte, das passt namentlich ganz gut. Und da nehme ich von Zoeva den 126er Pinsel und tupfe mir wirklich nur ein bisschen Blush auf meine Bäckchen. Jetzt nicht krass, nur so ein bisschen, dass wir so einen Hauch Farbe drin haben. Also das reicht schon. Das ist schon fast so viel. Aber das ist so ein schöner Rosenholzton. Ich finde, das geht eigentlich immer. Der macht schön frisch. Und deswegen benutze ich den ganz gerne eigentlich. So schaut das aus. Und als Highlight nehme ich heute die Palette von L'Oreal Glow Kit Palette, die ich euch in meinem DM-Haul gezeigt habe.
Und ich muss sagen, ich kriege den nie auf. Ich reiße mir jedes Mal Nägel kaputt. Ich nehme dann immer die Pinzette und popel mir die hier irgendwie so drunter und breche mir quasi damit den Deckel auf. Also so sieht die aus. Ich habe die auch schon ein, zwei Mal benutzt. Ich bin noch nicht ganz so fertig mit meiner Testphase. Aber ja, genaueres kommt dann, wenn ich den Vergleich mache. Jetzt nehme ich den 105 Lux Highlighter Pinsel von Zu Eva und gehe in den Ton. Das ist nämlich Purple, also lila. Und ich denke, das passt ganz gut. Ich bin der Meinung, Ultraviolet würde, Cosmic Blue würde auch passen. Aber nein, wir nehmen den. Und den tragen wir uns auf die Wangenknochen auf. Und der ist halt, ja, wie soll ich euch das erklären? Er ist halt ein bisschen zart, der Highlighter. Ich mag ja immer gerne so, dass man mich im Himmel sieht, in den Weltraum, dass man mich so sieht. Und das funktioniert mit dem nicht. Aber wie gesagt, das Highlight-Video und die Vergleiche kommen bald. Also er gibt schon ordentlich Highlight ab. Man muss ihn halt nur schichten. Und später, finde ich, muss man ihn so ein bisschen verblenden, weil ich der Meinung bin, der lässt sehr stark die Kanten durch. Nasenspitze mache ich auch ein bisschen. Lippenherz. Auch ein bisschen. Und für meinen Innenaugenwinkel und unter den Augenbogen nehme ich von Zu Eva die 238. Gleicher Farbton. Einmal ganz leicht unter die Augenbraue. Jetzt nicht zu krass. Und Innenwinkel mache ich erst einmal trocken. Aber da passiert mir eindeutig zu wenig im trockenen Zustand. Deswegen mache ich den gleich nochmal ein bisschen feucht. Farbe. Fixing Spray. Ansprühen. Und auftragen. Ich finde, das sieht super cool aus. Man kann die Sache natürlich auch ein bisschen abschwächen und nicht ganz so viel Highlight und sowas drauf machen, wenn einem das für den Tag zu viel ist. Für meine Lippen habe ich mir jetzt hier von Urban Decay zwei Lippenstifte ausgesucht. Und zwar einmal Asphyxia und einmal Pallor. Das ist Asphyxia und das ist Pallor. Der sieht so aus. Ich glaube, ich nehme heute Asphyxia. Der ist so ein bisschen heller, ein bisschen passender. Dazu nehme ich hier so einen ganz normalen Trended Up Contour and Glide Lip Liner in der Farbe 200. Das ist so ein ganz einfacher Nude Lip Liner. Den gebe ich mir nur drauf, damit der Lippenstift nicht so ausläuft. Ich verblende das auch so ein bisschen mit dem Finger. So. Und dann tragen wir doch mal Asphyxia auf. Und ich finde den so schön, den Farbton. Den habt ihr ja schon beim Video gesehen. So schaut das aus. Ich habe immer das Problem bei den Creme-Lippenstiften, dass der sich bei mir auf den Lippen oder besser gesagt auf den Zähnen absetzt. Total nervig. Deswegen immer und ne. Aber ja, geht nicht anders. Krönender Abschluss. Ich fixiere mein Gesicht jetzt nochmal mit dem MAC Fixing Spray, was ich übrigens sehr, sehr gut finde. Das ist so gewöhnungsbedürftig. Das macht so steif im Gesicht am Anfang. Also man merkt richtig, dass das so fixierend ist. Aber im Laufe des, ein paar Minuten später ist das straffe Gefühl schon weg. Aber das Make-up hält sehr, sehr gut mit dem Fixing Spray. Ich werde mir das auf jeden Fall irgendwann, wenn es leer ist, wieder nachkaufen. So, puh. Einmal trocken wedeln. Habe ich die Katzenohren ab. Was jetzt natürlich richtig gut passen würde, wären so Wellen oder so. Aber ich wollte mir heute mal schauen, ob das passt. Meinen Blumenkranz rummachen. Ich finde den so schön und ich finde, das ist so ein frühlingshafter Look. Und da passt doch so ein Kränzchen bestimmt gut zu. So, und das ist der fertige Look. Ich finde den Blumenkranz so süß. Er passt irgendwie dazu. Die Blumen müssten zwar lila sein, aber irgendwie finde ich es trotzdem harmonisch. Ja, ihr Lieben, das ist der fertige Look mit meinen Urban Decay Produkten. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Ihr könnt das natürlich
mit jeder Marke nachschminken. Ihr könnt natürlich andere Farben nehmen. Aber wie gesagt, ich habe euch in der Insta-Story gefragt, ob lila oder blau. Ihr habt euch für lila entschieden, ihr habt lila bekommen. Ich finde, er ist gelungen. Ich danke euch recht herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr, der eine oder andere, schminkt den Look vielleicht mal nach. Wenn ja, verlinkt mich gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn ich Bilder von euch sehe. Wenn ihr noch nicht zum Team ReSweet Sunny gehört und dieses jetzt gerne kostenlos tun möchtet, dann könntet ihr hier drücken. Meine letzten zwei Videos verlinke ich euch einmal hier und einmal hier. Und dann sage ich danke fürs Einschalten, tschüssi und bis zum nächsten Mal.